Sind ihr gut drauf? Habt ihr Lust? Ja. Wolltest du noch etwas über deine Hand erzählen, Moiri? Was? Ich kann einfach... Wie geht, wie steht? Willkommen zu Studio 404. Heute geht es um Schweizer Kängurus, GTA und den KI Jesus. In der SRF-Kantine gibt es Zegediner Gulasch mit Butternudeln und Mischgemüse. Sag deiner Mutter, kannst du das geben, Mann. Ich esse den Scheiß fix nicht. Bring mir lieber eine Pizza oder so. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town. Die Schweiz hat die erfolgreichsten Sportlerinnen vom Jahr gewählt. Was für ein Opening mit den wunderbaren Tänzerinnen und Tänzern. Gewonnen haben dieses Jahr praktisch nur Skifahrerinnen. Lara Gut-Berami, irgendein Skitrainer. Und schon zum dritten Mal hintereinander, Marco Odermatt. Wee! Skifahren ist auch einfach das Divertimento der Sportarten. Und da noch die Highlights der Sports Awards 2024. Du fährst an. Auf dem Schulweg ist sie alleine gekommen. Auch gegen mir, sie hat sie genommen, hat sie die Geschichte erzählt vom grauen Enteli. Und was es dann später ist, war. Dümmer, dümm, bümm. Ah, mach das weg, das ist maxunangenehm. Dümmer, dümm, bümm. Stopp, Bart. Das war gar nicht Gölle. Das check sogar ich. Das ist von einem anderen Song. Warte mal. Der da. Apache bleibt gleich. Dümmerdüm. Apache bleibt gleich. Dümmerdüm. Ich würde euch gerne mehr spannende Sachen von den Sports Awards erzählen. Aber es ist wirklich nichts Cooles passiert. Das nächste Mal schaue ich lieber wieder 4 Stunden aus dem Fenster. Sogar das ist interessanter. Und ich wohne in Melligen, in einem Keller. Ciao. Künstliche Intelligenz ist jetzt auch noch in Bern angekommen. Ein Berner Startup hat den Jesus-Chatbot entwickelt. Super, jetzt sind die KI sogar Gott den Job weg. Alles für nichts war die Nummer am Kreuz. Ich habe Personal Jesus, wieso heisst er denn so? Franks, du bist so ein Gamer, so ein 16-Jähriger. Du bist ein Monster-Energy. Der Frank hat gerade die krasseste Duos auf Fortnite von seinem Leben, Alter. Leute, die können bauen, schnell. Der Personal Jesus-Bot gibt es exklusiv auf Telegram. Ich finde, dort passt der Jesus gut an. Telegram, App für Schwurbler und Drogenkurier. Beim Jesus sind schon bei der Geburt 3 Dealer dort gestanden. Wieso hat der Jesus eigentlich ein Skigebiet auf Geburt bekommen? Was? Möhren? Oh, du bist so ein Streber, so ein dummer Gag, Mann, wirklich. Hast du gemobbt worden? Hast du nicht beim Skifahren deine Hand gebrochen? Doch. Ich verstehe den Witz immer noch nicht. Es gibt ein Skigebiet, das Mürren heisst, das keiner kennt. Wie strahlt. Hat sich wirklich wahrscheinlich vor 2 Stunden dahin vergraben und hat den Joke sich ausgedacht. Ich dachte, heute bringe ich auch einen. Bald feiert man Jesus seinen Geburtstag und aus irgendeinem Grund haben die Leute das Gefühl, sie müssen vorher noch Schnur in Wachs dünkeln. Wir schalten darum zu unserem Weihnachtskorrespondent, Matteo Gudendocht. Kerzen ziehen. Was soll das eigentlich? Dünkle stundenlange Stück Schnur in Wachs, damit du nachher für den vierfachen Preis die hässlichste Kerze der Welt hast. Dann schenkst du sie jemandem. Oh cool, eine Kerze aus der Sonderwerkstatt. Nein, die habe ich gemacht. Immerhin, wenn du deinem Papi eine Kerze schenkst, wird daheim mal wieder etwas blosen. Gehst mit deinen Kindern da an, es ist das Unnötigste, was es gibt. Sie verbrennen sich die Föte, sie sind ungeduldig und die ganze Zeit fragst du dich, wie viel Glühwein sind eigentlich 0,5 Promille? Irgendwann sind dann Kinder zu alt zum Kerzen ziehen, für noch von Kette ziehen, ist etwas ähnlich interessant. Außerdem, die Kerze, die du jemandem schenkst, die wird nie angezündet. Die landet in irgendeiner Schublade und je nachdem, wie dick sie ist, sitzt Tante Moni noch mal drauf. Vielleicht auch der Onkel Toni. Merry Christmas! Danke, Matteo. Auch der Dude ist hässig. Er will Geld von der Macher vom neuen GTA. Weil der Charakter da angeblich genau gleich aussieht wie er. That's me. That's me. GTA, we gotta talk, GTA. We gotta talk. Or not, you gotta give me like a mill or two. So what's up? Chill's mal, weißt du, wie viele Menschen werden geirrt, wenn sie in GTA vorkommen? Im grössten Game der Welt. Ich fand's hure geil. Ich erkenne mich selber nur auf SVP-Plakat wieder. Ach, das bist du gewesen. Aber das Konzept vom Tattoo-Typ gefällt mir. Einfach mal ein paar Millionen verlangen, weil jemand gleich aussieht. Mach ich in dem Fall auch. Der sieht genau gleich aus wie ich. Und der Dude heisst sogar noch fast gleich. Jesus, Joso, Josus, Pipapo, gib mir deine Million. Ich meine Religion. Wo bleibt mein Kreuz? Aber ich mache viel, was Kopf gestiegen. Ich mache viel, was Jesus auch macht. Menschen zuhören, Sport arbeiten. Jesus war fix und pünktlich, Simon. Er ist blind geheilt, als wüsste Blinde, was für Zeit das ist. Weißt du, sie sind Sport, voll nicht. Ja, Zeit hat es noch nicht gegeben damals. Zeit ist erst mit ihm erfunden worden. Er ist gar nicht können Sport. Oh mein Gott. Was sonst noch Unnötiges passiert ist in der Woche, jetzt im Recap. Willkommen zum Recap. Im Bundeshaus haben sie neue Mitbewohner gefunden. Er übernimmt die Bumshöhle von Alain Berset. Puh, dort musst du zuerst mal durchlüften. Apropos Düfte, Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance hat sein Näschen zu tief in die rechtsextreme Szene hineingesteckt. Seine Partner Sky und Aldi wenden sich schon von ihm ab. Schmeckt anstatt Chanel nach Cancel. Der Goft hat etwas zu viel Jeremy Fragrance-Videos geschaut und benimmt sich wie ein Alpha-Männchen auf weißem Pulver, geben diesen Kindern neue Vorbilder oder einfach neue Eltern. Nach Graubünden wird jetzt auch im Wallis Wolf abschiessen wieder verboten. Vor dem angekündigten Verbot haben die Walliser gerade noch schnell so viele Wölfe abgeknallt, wie es noch geht.
bisschen eine Stimmung wie der Bar vor der letzten Runde. Bei den Royals sorgt ein komischer Finger auf dem Foto für einen Skandal. Hey, coole Abwechslung. Sonst ist es ja meistens Rassismus, komische Sex-Stories und so Gespäss. Der Finger zeigt auch die BBC-Moderatorin. Live from London, this is BBC News. Und sie hat kurz vor der Live-Schaltung nochmal das zum Ausdruck gebracht, was wir alle denken. Live aus Zürich, das sind 404 News. Und wir gehen auf die Dicke, ins Trampolino. Boing, boing. So tun sie auch am Flughafen. Boing, boing. Das Kinderhüpfparadies, sagen sie Drecksloch, sagen die Eltern. In den Google-Rezensionen stehen Sachen wie schmuddelig, einfach eklig, viel zu teuer. Tönt wie das Liebesleben von meinem Onkel. Der Trampolinbesitzer wehrt sich aber gegen die Vorwürfe. Wenn wir das Trampolino öffnen, ist alles picobello sauber. Abends sieht es dann aus wie im Schweinestall. Ah, was? Kinder machen Sachen dreckig. Als nächstes sagst du mir, sie sind laut und übernehmen keine Verantwortung. Erzähl mir mehr von deinen Problemen, magischen Trampolinparkbesitzer. Die Kinder waren vor 10, 20 Jahren besser erzogen und die Eltern anständiger. Ja, vor 20 Jahren hat man Kinder auch noch geschlagen. Alter, 20 Jahre. Wie lange gibt es den Trampolinpark schon? Logisch stinkt es da drinnen. Meine Matratze ist 2 Jahre alt und die schmeckt schon in der Tiefgarage. Weiter beschweren sich die Eltern, dass man nur bar zahlen kann. Ich glaube, das Einzige, was in diesem Trampolino gewaschen wird, ist Geld. Wir gehen auf St. Gallen, wo eine Frau auf dem Weg zum Arbeiten eine kuriose Entdeckung gemacht hat. Also warte mal. Etwas Haariges mit einem grossen Schwanz, der morgen... Sorry. Etwas Haariges mit einem grossen Schwanz, der morgen durchs Dorf hüpft. Jemand soll meinen Onkel wieder einfangen. Aber nein, es soll ein Wallaby, also ein Mini-Känguru sein. Was macht das Känguru in der Schweiz? Fahrt es Hop-on-Hop-off-Bus? Eröffnet es eine unhygienische Hüftburg in Dietike? Oder macht es einen Sprachaufenthalt? So eine klassische Reverse Evelyn, die nachher zurück in Australien alle nervt. Wie heisst es jetzt wieder auf Englisch? Weißt, ich träume eben auch schon auf Schweizerdeutsch. Wir kommen noch zum Verlierspiel. Und ein Verlierer von der letzten Woche. Auf die Frage, wie weit aufwaschen sich Leute mit einer Glatze in ihr Gesicht, hat der Deljubu 6050 kommentiert mit, bis er einmal einrastet. Und ein lustiges Emoji. Gratuliere! Die Antwort macht keinen Sinn und du gewünschst dir Gebrauchsanleitung. Viel Spass und da kommt die Frage von dieser Woche. Rebi? Und wir kommen zum Verlierspiel und damit auch zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Wenn nichts schneller als Licht ist, wieso ist Dunkelheit denn zerstört? Unter allen falschen Antworten verlosen wir den abgespitzten Bleistift, den wir extra für euch abgespitzt haben, sodass ihr ihn eigentlich nicht mehr brauchen könnt. Schreibt deine Antwort in die Kommentare und wer weiß, vielleicht bist auch du schon bald Besitzerin oder Besitzer von dem eigentlich nicht mehr brauchbaren Bleistift. Viel Pech! Viel Pech auch von mir. So, ich hüpfe jetzt in Feierabend. Lange für heute. Gebt ein Like und abonniert den Kanal. Kuss auf die Nuss, Gruß am Fuß und bye allein. Was ist das? Ist das die Überraschung gewesen? Bist du verschrocken? Nein! Mega müssen. Doch, du bist verschrocken. Du bist verschrocken. Du bist ein Replay zeigen. Schaut Fortnite ab und komm da in Replay zeigen. Zeig jetzt Replay. Ebert, du bist verschrocken. Man hat es jetzt gerade gesehen. Er ist verschrocken. Nein, er ist verschrocken. Er weiß es noch nicht mehr. Er weiß es noch nicht mehr. Wohl, Gefühle sind vergessen.